Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Resident Evil Lore Video. Diesmal möchte ich mir mit euch mal alle Gegner ansehen, die in Resident Evil 2 ihren Auftritt hatten. Den Anfang macht natürlich gleich mal der gute alte Zombie. Der hat ja nun schon sein eigenes Video gewidmet bekommen und in dem Übersichtsvideo aller Gegner zum ersten Teil kam er ja auch schon vor. Nur so viel sei zudem noch gesagt. Bei den Zombies in Resident Evil 2 handelt es sich technisch gesehen um etwas andere Zombies als die, die wir im ersten Teil sehen oder zumindest im Remake des ersten Teils. Denn die im ersten Teil verfügen über eine spezielle T-Virus-Variante, die sie eben weiter mutieren lässt. Zu Crimson Heads. Die Zombies in Resident Evil 2, zumindest die meisten davon, sind allerdings mit einer anderen Version, einer wahrscheinlich älteren Version des T-Virus infiziert, der sie einfach nur zu regulären Zombies macht. Nur einige wenige sind mit einer weiterentwickelten Version von dem T-Virus aus dem ersten Teil infiziert, was sie dann wieder auf Dauer zu Lickern mutieren lässt. Aber das ist wieder eine andere Story. Die Zombie-Hunde, die wir in Resident Evil 2 sehen können, gleichen den Cerberus, die wir im ersten Teil sehen, zwar aufs Haar genau, allerdings handelt es sich technisch gesehen um zwei verschiedene Gegnertypen, zumindest in ihrem Ursprung. Der Cerberus aus dem ersten Teil wurde im Labor hergestellt und dann geklont. Also alle Resident Evil 1 Cerberus-Gegner sind Klone dieser Original-Biowaffe, während es sich im zweiten Teil einfach nur, wie bei den Menschen, um ganz normale Hunde handelt, die in der Stadt lebten und dann mit dem T-Virus infiziert wurden. Warum in ganz Raccoon City nur Dobermänner zu Hause waren? Wer weiß, vielleicht gab es einen weltberühmten Dobermann-Züchter in der Stadt. Beziehungsweise ist man ja im Polizeirevier und die haben halt dann Dobermänner. Haben Polizisten Dobermänner? Ich kenne nur Schäferhunde. Vielleicht ist das in den USA anders. Der nächste auf der Liste ist selbstverständlich der Licker. Ich habe es gerade schon erwähnt, dass es sich hierbei um die Weiterentwicklung eines gewöhnlichen Zombies handelt. Zumindest eines gewöhnlichen Zombies, der eben mit einer speziellen Variante, eines speziellen Strangs des T-Virus infiziert ist. Je mehr der Körper des Zombies beschädigt wird, desto stärker veranlasst der T-Virus die Mutation hin zum Licker. Und obwohl der Licker seine obere Gesichtshälfte inklusive Augen verliert und somit blind ist, ist er trotzdem ein wesentlich erfolgreicherer Jäger und gefährlicherer Gegner als die Standard-Zombies. Der Licker tritt übrigens noch in einer anderen Version im Spiel auf, dem Evolved Licker. Dieser ist durch ein reines Versehen entstanden. Pflanzengifte, die im Untergrundlabor von Umbrella freigesetzt wurden, um die Pflanzenmutanten-Monster dort unten zu töten, wurden vom T-Virus des Lickers aufgenommen und in den Licker integriert, wodurch sich sein Aussehen und auch seine Fähigkeiten leicht veränderten. Aber im Kern ist und bleibt es einfach ein etwas anderes mutierter Licker. Bei den Giant Spider oder den riesigen Spinnen, die wir in Resident Evil 2 sehen, handelt es sich ähnlich wie bei den Zombiehunden nicht um dieselben Webspinner, wobei der Unterschied auch hier einfach nur der ist, dass der Webspinner aus Teil 1 bewusst hergestellt und geklont wurde, wobei es sich bei der Giant Spider einfach nur um eine mutierte Spinne aus freier Wildbahn handelt. Die Giant Spiders können im Gegensatz zu den Webspinnern tatsächlich Spinnenweben produzieren. Man muss allerdings dazu sagen, dass der T-Virus ja nicht nur jede Art einzeln manipuliert oder verändert, sondern sogar einzelne Individuen zufällig mutieren lässt. Das ist auch der Grund dafür, warum die Umbrella Corporation ihre gelungenen Experimente klont, anstatt einfach immer mehr herzustellen, denn der Ausgang ist ungewiss. Wir können also davon ausgehen, dass sehr viele Spinnen sterben oder total unregelmäßig mutieren oder zu irgendwas ganz anderem werden. Da es allerdings halt einfach mal wahrscheinlich verdammt viele Spinnen in so einer Großstadt gibt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass einfach einige davon zu sehr großen Spinnen werden, genauso wie es Umbrella mit den Webspinnern letztendlich gemacht hat. Mit Chi sind eigentlich alle Wesen gemeint, die mit dem Chi oder Golgatha-Virus infiziert sind. In dem Fall meine ich damit aber die Nachkommen, die vom mit dem Chi-Virus infizierten Menschen in andere Menschen gelegt werden, wo sie dann reif und schließlich wie der Xenomorph in Aliens aus der Brust platzt. Diese haben es sich in Resident Evil 2 in der Kanalisation von Raccoon City gemütlich gemacht. Die seltsamen Wucherungen, die in ihrem Lebensraum auftreten, kommen wahrscheinlich daher, dass das Kanalisationswasser selbst vom Chi-Virus verseucht ist und dass somit Kleinstorganismen und ähnliches organische Material im Abfluss einfach tumorartig wahllos mutiert. Alle diese Chi in Resident Evil 2 sind die Nachkommen von Dr. William Birkin, der sich, nachdem er erschossen wurde, selbst mit dem Chi-Virus infiziert hat. Plant 43, auch als Ivy bekannt, ist eine experimentelle
helle Biowaffe, die Umbrella auf Basis der Forschungsergebnisse von Pflanze 42 aus der Villa erschaffen hat. Während wir die Plant 43 in Resident Evil 2 noch als fast schon humanoides Wesen, das sich selbstständig bewegen kann, erleben, scheint dieser Gegner im Remake von Resident Evil 2 geretconnt worden zu sein. Also quasi umgeschrieben, wenn man so will. Denn im Resident Evil 2 Remake treffen wir zwar auch auf die Plant 43, dort handelt es sich allerdings um eine stationäre Pflanze, die aber offensichtlich nicht weniger tödlich ist. Dem Platz der ursprünglichen Plant 43 scheint die Ivy eingenommen zu haben, die verwirrenderweise genauso heißen in ihrem Spitznamen, auch bekannt als Ivy Zombies. Diese mit Pflanzen und Ranken überwucherten Zombies zeigen deutliche Unterschiede zu den herkömmlichen Zombies, die wir kennen, und wurden von der neuen Version der Plant 43 hergestellt, indem diese menschliche Wirte befallen hat. Man kann davon ausgehen, dass die neue Version nun offiziell Canon ist, aber so genau wird man das wahrscheinlich erst erfahren, wenn in zukünftigen Teilen diese Gegner entweder wiederkommen oder darüber geredet wird. In Resident Evil 2 treffen wir natürlich auch auf die guten alten Krähen. Genau wie in Resident Evil 1 handelt es sich hier einfach um wild lebende Individuen, die zufällig mit dem T-Virus infiziert wurden, da sie wahrscheinlich einfach nur verstorbene Wesen, die mit dem T-Virus befallen waren, aufgefressen haben. Eine Kreatur, die wir nur im Original Resident Evil 2 sehen und nicht im 2019 Remake, ist die Giant Moth, die, wie der Name schon sagt, einfach nur eine riesige Motte ist. Bei ihr handelt es sich um eine gezielt von Umbrella hergestellte bioorganische Waffe. Die Giant Moth oder riesige Motte hatte sich im Raccoon City Untergrundlabor gemütlich gemacht und geht dort auf Jagd nach kleinerer Beute. Und dann gibt es da noch, um die Liste zu vervollständigen, die Kakerlaken. Dabei handelt es sich einfach nur um leicht zu groß gewachsene Kakerlaken, die mit dem T-Virus infiziert sind. Aufgrund ihrer Größe machen sie Jagd auf größere Beute, als das normale Kakerlaken machen würden, wie etwa zum Beispiel Mäuse oder andere kleinere Wirbeltiere. So, kommen wir nun zu den Bossgegnern aus Resident Evil 2. Von denen gibt es im Vergleich zum ersten Teil erstaunlich wenige. Das liegt allerdings daran, dass die es gibt, in sehr viel verschiedenen Formen und immer wieder auftreten. Ein Einzelstück an Bossen ist dagegen der Alligator. Bei diesem handelt es sich nicht um eine Biowaffe von Umbrella, sondern einfach nur um einen Alligator, der klischeehafterweise in der Kanalisation von Raccoon City lebte und dort zufällig mit dem T-Virus infiziert wurde. In der Tat wurden während dem Raccoon City Vorfall mehrere Alligatoren mit diesem T-Virus infiziert. Aber in Resident Evil 2 treffen wir eben diesen einen 10 Meter langen kanalisationsbewohnten wilden Alligator. Und dann gibt es natürlich noch den Tyrant T103 Modell, auch bekannt als Mr. X oder T00. Dieser macht in Raccoon City Jagd auf die Raccoon City Polizei, aber auch andere Überlebende, um Zeugen auszuschalten. Allerdings ist er hauptsächlich auf der Suche nach der Probe des G-Virus, die sich in Sherry Birkins Amulett-Medaillon-Dingy befindet. Nachdem sein Power-Limiter zerstört wird, so heißt der Ledermantel, den die T103 tragen, setzt die für Tyrants typische Mutation ein und er wird zum Super-Tyrant, einer mächtigeren, krallenschwingenden Version des gewöhnlichen Tyrants. Und dann gibt es da natürlich noch William Birkin, ursprünglich ein Virologe, der bei Umbrella gearbeitet hat. Er ist außerdem Leiter des Forschungsteams, das sich mit dem Golgatha-Virus beschäftigt. Er hat sich dann allerdings gegen Umbrella gewendet und wollte dieser den G-Virus entwenden, den er ja quasi maßgeblich betreut hat. Die Umbrella Corporation fand das allerdings nicht so cool und hat ihn dann irgendwie erschießen lassen, mehr oder weniger versehentlich. Das ließ William Birkin allerdings nicht auf sich sitzen und hat sich sterbend noch selbst schnell den G-Virus injiziert. Im Grunde genommen wahrscheinlich einfach nur aus Rachsucht oder vielleicht auch aus einem starken Überlebenstrieb heraus, wer weiß. Letztendlich hat er das Team, das ihn angeschossen hat, dann ziemlich zermetzelt, sowie die halbe Stadt Raccoon City. Und er hat wahrscheinlich etlichen Leuten seine widerlichen G-Embryos injiziert. Was das wert, William Birkin? Was das wert? Der Vollständigkeit halber will ich noch drei Gegnertypen ansprechen, die durch The Ghost Survivors ihren Weg in das Resident Evil 2 Remake von 2019 gefunden haben.
nämlich zum einen die giftigen Zombies, die entstanden sind, da die Polizei Giftgas im Kampf gegen die Zombies einsetzen wollte. Der T-Virus konnte dieses Gas allerdings aufnehmen und in die DNA der Zombies einbauen, wodurch sie selbst dieses Gas nun verströmen. Der A-Gear-Zombie ist einfach nur ein Security-Team-Zombie, der Rüstung trägt. Den hätte ich auch zu den Zombies packen können. Und dann gibt es da noch den Palehead, einem Zombie mit extrem hohen regenerativen Fähigkeiten, der sich in Echtzeit super schnell heilen kann, schneller als man ihn mit konventionellen Waffen kaputt schießen kann. Das erzeugt eine irrsinnige Hitze, wodurch er ständig irgendwie am Dampfen ist. Ich habe diese drei Gegner allerdings hinten dran gestellt, da absolut nicht klar ist, ob es sich bei diesen Gegnern tatsächlich um Gegner handelt, die offiziell Teil der Resident Evil Lore sind oder nur um Gegner, die man eben in diese Spin-Off-DLC-Geschichten eingebaut hat. Denn dieser DLC besteht aus 4 Geschichten, bei 2 kann man sehr eindeutig sagen, dass es sich um Was-wäre-wenn-Geschichten handelt. 2 andere könnten sich vielleicht so zugetragen haben, aber wer weiß, wahrscheinlich darf man diese Geschichten nicht als festen Bestandteil der offiziellen Resident Evil-Welt betrachten. Zumindest nicht, bis wir genaueres von offizieller Seite gehört haben. So, und das waren sie. Alle Gegner, die wir in Resident Evil 2 in all seinen Versionen, Umsetzungen, Adaptionen und Remakes finden können. Welcher dieser Gegner gefällt euch persönlich denn am besten? Für mich sind und bleiben die Licker einfach die Resident Evil 2 Gegner, wobei ich die ganzen krassen Mutationen von Birkin am Schluss im Endkampf schon auch immer ziemlich cool fand. Und welches Resident Evil 2 ist euch persönlich lieber? Gefällt euch der Remake oder bleibt ihr doch lieber beim guten alten Original? Ich finde es ja wirklich schade, dass irgendwann zwischendrin nicht mal so ein Remake für Resident Evil 2 erschienen ist, wie er für Resident Evil 1 für den GameCube erschienen ist. Einfach nur so eine aufgehübschte Version, aber mit Originalkamera und so weiter. Ich mag aber auch das neue Remake, aber das weicht teilweise schon stark vom Originalspiel ab. Wie dem auch sei, eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren, schreibt mir bitte in die Kommentare. Wenn euch einige dieser Gegner mehr interessieren, könnt ihr in der Infobox einige Videos zu diesen Gegnern finden, in denen ich sie genauer durchleuchte. Und einige dieser Gegner werden wohl in zukünftigen Videos noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Oder schaut auch öfter mal in die Resident Evil Lore Playlist. Ein Link zu dieser findet ihr in der Infobox. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.